ich bin's der Matthias. Heute geht es wieder mal ein Unboxing. Und zuerst richten wir das Terrarium ein für den neuen Mitbewohner. Was der Terrarienerde in das kleine Terrarium. Das anfeuchten. Denn sie mögen es etwas feuchter. Und dann werden wir die Scheibe noch etwas reinigen, damit ich nachher schöne Bilder malen kann, dieser neue Mitbewohner. Auf jeden Fall nicht zu feucht machen den Bodengrund. Am besten eine Ecke des Terrariums freilassen. Kommt ein wunderschöner Totenschädel noch rein. Muss noch kurz das Dekomaterial holen. Verschiedene Äste und Zweige. Damit sie sich auch etwas verstecken können. Eine kleine Wasserschale. Zum Trinken. Wunderschöne Äste. Am besten viele, viele versteckte Möglichkeiten, die diese neuen Mitbewohner anbieten. Denn sie leben eher zurückgezogen. Schon eine Ahnung, was es sein könnte? Dann schreibt es mal in die Kommentare. Das sieht gar nicht schlecht aus. Ja, der geht auch noch rein. Noch vorne links etwas im Bodengrund eingraben. Sieht das natürlicher aus? Okay, schon fertig. Nicht schlecht, Herr Specht. Jetzt gehst du den Tieren und es sind wunderschöne Vogelspinnen und zwar die Monocentropus palfuris. Da habe ich ja bereits von der Vogelspinnenbörse in Weinstadt gekauft. Und jetzt werde ich sie heute umsetzen in das größere Terrarium. Sie waren in einer größeren Box, die etwas zu klein wurde. Habe sie jetzt rausgefangen aus der Box. Und nun kommen sie in das gerade eingerichtete Terrarium. Eine Vierergruppe. Und dann mache ich noch schöne Bilder. Es gibt bereits ein Haltungsvideo dieser wunderschönen Spinnen. Verlinke ich euch halt dann in der Videobeschreibung. Jetzt genießt die tollen Tiere. Wunderschön zu beobachten. Solange sie noch nicht versteckt sind. Und diese Spinnenart wird alles zuspinnen, komplett. Wir werden mal sehen, wenn später nochmal Videos kommen. Wirklich tolle neue Mitbewohner. Okay, das war's schon. Wenn es euch gefallen hat, lasst bitte ein Like da. Ansonsten leider bis zum nächsten Mal. Danke, ciao.
Internet.